Moin, moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind in Rounded, genau. Ich bin heute mal solo unterwegs. Der LaRusso hat sich schon abgemeldet. Ist aber gar nicht so dramatisch, weil man kann die... Oh, Moment. Ja, Leute, da ist irgendwie was gerade mit dem Server gewesen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin solo unterwegs, der LaRusso nicht da. Kein Problem, wir können einen gemeinsamen Spielstand nutzen. Ja? Derjenige, der hostet. Und ihr könnt dann Freunde die Berechtigung geben, auf diesen Spielstand zuzugreifen. Und es wird dann immer separat bei jedem abgespeichert. Und das Ganze läuft auch über dieses Xbox-System. Keine Ahnung. Naja. Obwohl wir halt hier auf dem PC spielen. Ja. Das ist ja unser Baumhaus, wo ich euch in der letzten Folge schon mal die Anfänge so gezeigt habe. Und ja, wir sind noch nicht ganz hundertprozentig fertig, aber... Guckt mal so von unten. So. Ja, das ist also schon mal grob die Richtung unser Hauptquartier. Wir haben hier unten schon mal ein paar Kisten, unsere Werkbank. Hier sind ein paar Maschinen, wo wir Dinge herstellen können. Eine Schmiede haben wir mit dabei. Wir haben Kisten für Kleidung, Waffen und so weiter. Dann können wir hier hoch. Das ist so eine etwas größere Halle. Hier wird unser Lager entstehen. Oder ist schon teilweise entstanden, wo Lagerboxen sind für die unterschiedlichen Sachen. Auch hier Smoothie-Küche, Püriergerät, ne? Also unsere verarbeitenden Geräte hier. Habe ich auch noch Regale hingesetzt. Also die ganze Geschichte, also gebaut habe ich und LaRusso hat immer kräftig geholfen, die Sachen ranzuschaffen. Dann geht es hier hoch auf unsere Terrasse. Hier haben wir schon mal That was refreshing. Tausammler aufgestellt. Ja, da könnt ihr dann Trinken generieren. Hier ist noch eine Blaupause, die muss noch fertig gebaut werden. Hier haben wir ein Dörrgestell, hier könnt ihr Fleisch ranhängen. Oder andere Sachen, die werden dann luftgetrocknet oder eben getrocknet. Ja, und wir haben eine ganz tolle Aussicht hier. Relativ zentral und von hier aus geht es dann auch weiter. Hier werden wir unser Seilsystem natürlich von der Base auch dann später mal machen. Und ich habe tatsächlich hier so einen Trampelpfad rund um die Eiche gebaut. Ja, um von der Eiche aus in jede mögliche Ecke kommen, wo wir hin wollen. Ja? Unten so kleine Brücken, wo wir Übergänge eben haben. Da unten ist das Labor, wo Burgle drin ist. Schläft die. Gonna have a look around. Guckt mal da unten. Die ist am Pennen. Soll sie mal ruhig. Ich habe gar keine Lust auf die. Ja, dann habe ich hier noch einen Weg runter gebaut, dass wir in die Ecke kommen. Hier sind noch so Zwischenlager und hier habe ich schon angefangen mit ein bisschen Schönbau. Ja, hier ist dann noch ein Balkon. Hier werden wir eine Art Jump Tower noch hinbauen, wo wir später Seilrutschensysteme machen. Hier habe ich noch einen kleinen Untergang gebaut. Ja, und so nach und nach wird es dann auch hübsch gemacht, unser Baumhaus, aber das nur nebenbei. So, ich will mit euch mal in Richtung Hecke und will dort vor Ort wie so eine Art zwischen, ja, wie so eine Art, ja, Checkpoint bauen. Ja, genau.
eine Art Checkpoint, wo ein Zelt drin ist, wo ein Grill drin steht, wo ja eine kleine Kiste drin steht. Und das war's. Ja, dass man so ein bisschen die Möglichkeit hat, wenn wir Richtung Hecke da die Labore und Missionen und sowas machen wollen, dass wir da einen Anlaufpunkt haben. Quatsch mich gerade um Kopf und Kragen, habe ich das Gefühl. Ich muss das mal langsam lernen, durchzureden. Und nicht immer so diese, das ist auch so in mir drin. Ne? Mein Beruf hat das so mal mitgebracht. Das sind die sogenannten Pausen für, wenn man nachdenken muss. So, darauf habe ich gelauert. Boah. Ah. So. Nur ein Larvenstachel? Das ist noch ein bisschen wenig. Der Behälter hier klappt nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Aber gut, sei es drum. So, wir müssen hier lang. Habe ich den überhaupt dabei? Bautechnisch noch gar nichts, ne? Können wir zwischendurch mal ein bisschen einsammeln. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ah, hier liegt schon Mittagessen. Ah, alles klar, die Milben. Fraktion ist auch wieder unterwegs. So. Na, hängst du da fest? Das tut mir leid. Oh, die kriegt mich, aber ich sie nicht. So. Hast du nun davon? Mistviech. So, dann nehmen wir noch mal ein paar Sachen mit. Okay. Ja, ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. So. Ah. Weiter geht's. Ton haben wir hier. Oh, da sind die großen Wanzen. Da könnte ich drauf gehen jetzt. Aber ich muss mir erst. Genau. Eine richtige Maske aufsetzen. Oh. Nicht so gut. Nicht so gut. Hier, die eine haben wir. Oh, ich muss hier drüber weg. Oh, ist meine Maske kaputt gegangen? Das ist aber ganz, ganz mies. Tatsächlich, die Maske ist im Eimer. Oh. Ja, dann ist doch klar, ne? Ich das nicht auf die Dauer aushalte. Ja, dann setzen wir jetzt unseren Ameisenhelm wieder auf.
Okay, da kann ich die jetzt nicht angreifen. Also diese Wanzen kriege ich ohne Gasmaske nicht kaputt. Die haben ganz schön reingefeuert, die Jungs. Das wird so nix. Muss ich das ein bisschen umgehen. Ganze. Aber eine haben wir erledigt, ne? Haben wir auch aufgesammelt. Sehr gut. Hier in die Richtung. Ah, das ist die Mauer. Ah, da ist die Hecke. Oh, 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 boah, ein ganzes Nest hier von denen oder was? Oh, hat sie mich gestunt? Oh, nee. Ja, haben wir. Oh, da war ein ganzes Nest von denen. Verdammte Axt. Und da hinten sind noch mehr. Oh, das ist ein reines Larvengebiet hier. Ich bin ziemlich angeschlagen. Ah, die Keule ist natürlich schwerfällig dafür. Aber wir sammeln gutes Zeug ein. Ah, ich glaube, ich verbinde mich noch mal. So, hier sind Fliegenpilze noch. Ups. Ich gucke mal, was ich brauche, um so einen Grill herstellen zu können. Moment, hier. Spießgrill. Rosslinge brauche ich. Trockenes Gras und Steine. Rosslinge müssen wir noch einsammeln. Da. Steine müssen wir noch einsammeln. Und trockenes Gras brauchen wir. Sowas hier. Genau. War hier nicht noch gerade irgendwas? Okay. Steine brauchen wir auf jeden Fall noch. Ist noch trockenes Gras. So, das sollte dafür reichen. Ja, sehr gut. Und hier ist noch hier Kieselsteine. Und dann können wir schon mal einen Grill setzen. So, und ich will da vorne auf so einer Zwischeninsel. Da will ich bauen. Ja, unter Wasser können wir auch gucken. Oh, da sind diese Unterwasserflöhe. Oh, Moment. Ja, da brauchen wir einen Dolch. So. Im Dolch können wir unter Wasser kämpfen. Ah, abgehauen, ne? Feigling. So. Mal gucken. Hier irgendwo. Da. Seht ihr das? Let's see what's around here.
Da ist schon mal so ein Teil von diesem Labor. Da müssen wir auch noch hoch später. Dann geht es da hin. Ich denke. Genau. Wenn wir hier ist die Rüsselkiefer-Fraktion. Genau, wenn wir hier vorne bauen, dann könnten wir da später so rüber. So. Ja, dann machen wir das doch. Und dann roben wir jetzt hier erstmal das Gröbste weg. So. Baumfeld. Was war das? Oh nee. Das ist eine Mücke. Oh, wir sind gestunt. Wir haben sie gestunt. Ah, shit. Haut ihr ab? I see you. Aha. Wir haben sie. Das war echt ein Fight. Oder die Waldfee. Okay. So, aber zurück zu unserer eigentlichen Tätigkeit. Wir werden jetzt hier gucken, dass wir hier so ein Links aufbauen. So. Dann machen wir den. Und dann würde ich sagen 3x3 und dann ist gut. Okay, das soll erstmal das Gerüst werden. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die Stängel einsammeln, die wir hier. Können wir gar nicht, wenn die im Wasser liegen. Boah, ich werde irre. Shit, Mann. Ja, muss ich mir was Neues holen. Haben wir hier noch irgendwo? Hier haben wir Gras. Hier haben wir was. Das können wir, den Löwenzahn können wir abrasieren. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Sind wieder einige im Wasser gelandet, glaube ich, ne? Wir können nicht schwimmen damit. Das ist das Problem. Eine können wir hier noch retten. Den vielleicht auch noch.
Nee, komme ich nicht ran. Okay. Müssen wir uns erstmal damit behelfen? So. So gut es geht halt. Das ganze Zeug hier wegmachen. Kommt ihr hier gar nicht durch. Können wir den so ein bisschen anstupsen? Nicht wirklich, ne? Shit! Wo haben wir denn noch was? Hier hätten wir noch eine Pusteblume. Löwenzahn. Nicht ins Wasser, bitte. Den kann ich mitnehmen. Den kann ich noch mitnehmen. Den kann ich mitnehmen. Okay, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Hier ganz schön rum teilweise. Meals on wheels. Aha, Essen auf Beinen, ja. So. Okay. Ach nee, der ist nicht für dich gebaut. So. So. Und dann bauen wir uns hier eine Treppe. So. Zack. Sammeln wir hier schon mal ein bisschen ein. Und dann können wir hier schon mal eine Plattform draufsetzen. So. Braucht natürlich noch deutlich mehr. Gut. So, dann das. Danke. So.
Dein Inventar ist voll. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt gleich einen Grill aufbauen. Den Grill. Dann können wir den mal hier hinsetzen. Steine brauchen wir, ne? Blätter, die habe ich vergessen einzusammeln. Kann ich gleich mal gucken, was ein Zelt kostet. Ah ja, ein Zelt haben wir schon alles für. Stellen wir das auch schon mal hin. Okay, wir sind hungrig und durstig. So, zack. Okay. Achso, Steine müssen wir sammeln, ne? Ja. Gut, dass wir einen Hammer mit haben. Oh, das ist Marmor. Hier ist Kiesel. Inventar ist voll. Dann schmeißen wir was raus. Marmor müssen wir auch mitnehmen. Weil der ist wichtig. Sehr gut. Okay, Kiesel haben wir jetzt erstmal. Dann können wir unseren Grill aufbauen. So, und dann können wir nämlich schon mal Fleisch drauflegen. So, und dann können wir uns auch das Zelt hier schon mal hinstellen. So. Genau, und dann können wir da nämlich dann, wenn es soweit ist, auch schlafen gehen. So, was ist das hier? Ah ja, okay, das können wir nämlich auch essen. Sehr gut. Ja Leute, so baut man sich einen kleinen Unterschlupf. Wie gesagt, dies ist jetzt so ein kleiner Unterschlupf für die Mission, wenn wir zur Hecke wollen. Ja. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ab hier wird es dann oder irgendwie zwischendurch mal wieder weitergehen. Ich sage schönen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Ich bin voll raus, euer Don. Ciao, ciao. Ach, soll ich jetzt erstmal schön Läuse braten? Mmh.